Wie viele Stunden pro Woche arbeitest du? Zu viel. Viel zu viel. Willst du ja nicht wissen. 60? 60? 70 bis 80. Eine Achte pro Tag. 40? Nicht mehr als 40. Wir arbeiten von hier von 8 bis 18 Uhr. Teilzeit. 25 Stunden die Woche. 22,5. 32 Stunden. 40. Ich bin OP-Schwester. 39 Stunden die Woche. Finanzverwaltung. Auf dem Vertrag stehen 40. Also. Ich bin in Gastronomie tätig. Und da sind 40 Stunden wenig. Ich arbeite als Erzieherin. 40 Stunden Woche. 30 Stunden aktuell, weil ich nach Elternzeit wieder zurück bin. Ich bin jetzt die Fachangestellte. Mehr als 40 Stunden. Also weil ich dann auch meine Sachen zu Hause erledige. Arbeitest du nur oder lebst du auch? Natürlich leben wir auch. Mit fortschrittendem Alter lebe ich auch. Früh aufstehen und dann hat man abends auch noch Zeit. 24 Stunden da für die Bevölkerung von Berlin. Das heißt, es gibt doch Bereitschaften. Das ist so. Ist ja von Anfang an zu Hause so geklärt. Funktioniert ganz gut, ja. Deswegen bin ich ja jetzt bei dem Job. Vorher war ich in der Gastronomie. Also in meinem Falle lässt sich ganz gut vereinen. Öffentlicher Dienst, die sind da ganz flexibel. Also da kann man sich quasi selber aussuchen, wie viel man arbeiten möchte. Weniger ist immer gut. Mit dem gleichen Geld oder mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, Vollzeit zu arbeiten, für die Arbeit zu leben. Das macht mir irgendwie nicht so Freude. Man muss zusehen, irgendwie alles in einen Hut zu bringen. Familie, Arbeit. Ich hatte auch schon mal Stress wegen Dienst, weil Weihnachten vielleicht flach fällt oder Silvester oder Geburtstage. Gut, die Work-Life-Balance stimmt nicht. Je älter man wird, desto mehr merkt man, dass man auch Konditionsschwierigkeiten hat, dass man es nicht so leicht wegsteckt. Bei der Bahn muss man auch mal Schichtarbeit machen, Nachtschichten. Wenn du am Vormittag Zeit hast, arbeiten die anderen und wenn du abends heimkommst, sind die im Bett. Also, ich finde es ganz, ganz schwierig. Familie bleibt manchmal ein bisschen auf der Strecke. Wenn man 12 Stunden, sage ich mal, am Stück arbeitet, dann nach Hause kommt, wo soll da noch die Energie zum Leben bleiben? Also jetzt mit Kind wird es spannend, das kommt noch neu auf mich zu. Was müsste sich ändern, damit es einfacher wird, Arbeiten und Leben zu vereinen? Alles wunderbar. Alles okay. Ich bin zufrieden. Kann ich in meinem Beruf gar nicht sagen, was ich ändern müsste. Ja, wenn man auf Arbeit sein Kind besser mitbringen könnte, das wäre schön, wenn es da wie so ein Hort gibt für die Kinder. Am liebsten würde ich gerne weniger arbeiten. Ideal wäre vielleicht 4 Tage. 4 Tage die Woche oder so, montags frei. Ja, mehr Freizeit wäre schon cool. Gleitzeit, Teilzeit, Flexzeiten, also tatsächlich, dass ich mal mehr mache und dann vielleicht einen Tag danach ein bisschen weniger. Die Flexibilität ist eigentlich das Wichtigste. Ich würde auch gerne von zu Hause aus arbeiten, ja, aber ist noch nicht technisch möglich. Ich hätte die fast 40 Minuten Anfahrt nicht und Rückfahrt nicht. Leben und Arbeit verschwimmt definitiv immer mehr. Man muss lernen, Grenzen zu setzen. Man meint, man muss alles bewältigen und ja, also das Problem bin ich. Man muss so ein gesundes Verhältnis schaffen. Ist aber schwierig heute. Also geregelte Arbeitszeit, glaube ich, ist einfach immer noch das Beste.